Manche Ideen lösen Revolutionen aus. Die Maschine diktiert eine ganz neue Welt, ein anderes Tempo, eine andere Wahrnehmung. Doch revolutionäre Ideen stoßen auch auf Widerstand. Für zeitlose gute Gestaltung ist es ja nie zu spät. Und manche sind noch nach 100 Jahren Bestseller. Eine Stuhlform muss dem Wesen des Sitzens folgen. Die Perfektionierung des Stuhls hat seine Firma groß gemacht. Möbel sind für Axel Bruchhäuser mehr als nur Gebrauchsgegenstände. Sie sind eine Symbiose aus Kunst und Handwerk. Das Wesen der Aufgabe zu durchdringen, das Wesen des Materials, das Wesen der Konstruktion und das Wesen der Funktion so zu durchdringen, um letztendlich ein inneres Bild einer Struktur deutlich sprechen zu lassen. Klingt kompliziert, doch es geht um Einfachheit. Moderne Möbel sollen sich dem Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Reduktion auf das Wesentliche. Form folgt Funktion, eine Idee aus dem Bauhaus. Um die Jahrhundertwende sah Wohnen so aus. Schwere Schränke, klobige Stühle, die Zimmer vollgestopft. Die Designer des Bauhauses wollten das nicht mehr. Ein radikaler Bruch. Ihre Möbel sollten schlicht sein, mit klaren Formen und mutig kombinierten Materialien. Viele unserer modernen Möbel gehen auf diese Ideen zurück. Es ging dem Bauhaus auch darum, erstmal einen unverstellten, zeitgenössischen Blick zu bekommen, was ist denn eigentlich Wohnen? Was kann der Stuhl alles leisten? Wie viel Statik steckt hinter so einem Stuhl? Also was sind die tragenden, was sind die lastenden Elemente? Wie kann man damit spielen? Wie kann man das neu arrangieren und eben brechen mit dem, was wir gewöhnt sind? Der Unternehmer Axel Bruchhäuser hat mit Bauhausdesignern wie Marcel Breuer und Peter Kehler sowie Sergius Rügenberg, dem Assistenten von Mies van der Rohe, zusammengearbeitet. Inzwischen führt sein Neffe die Geschäfte bei Tekta. Eines von nur wenigen Unternehmen weltweit, das Möbel aus der Bauhauszeit originalgetreu herstellen darf. Rund 30 Entwürfe sind lizenziert. Ihre Möbel produzieren sie bewusst in Handarbeit. Es gibt eine Tischlerei, eine Polsterei, eine Schlosserei. Luxusprodukte in Kleinserien, so die Firmenstrategie. Bauhaus ist zur exklusiven Marke geworden. Wir meinen, dass wir diese Werkstätten hier vor Ort brauchen, weil wir mit den Gestaltern dann den Dingen so nahe kommen können, so tief ins Detail und so tief eintauchen können, wie wir es für nötig halten. Also das halten wir für ganz wichtig, Kunst und Handwerk als Einheit zu sehen. Künstler, die auch Handwerker sind, das war vor 100 Jahren undenkbar. Die Studenten und Meister des Bauhauses dagegen experimentierten in Werkstätten frei mit Stoffen, Metall, Holz und Keramik. Als Ergebnis entstanden Prototypen, die in die industrielle Produktion gehen sollten. Luxusprodukte für wenige, das war ursprünglich nicht das Ziel des Bauhauses. Es sollten Volksprodukte entstehen. Doch in die Massenfertigung haben die Möbel es nie geschafft. Individuelles Design hat seinen Preis. Und das Prinzip maximale Freiheit gilt auch heute. Ein Bauhausstuhl kann noch so ungewöhnlich aussehen, verkauft wird er trotzdem. Dieser Sessel von Walter Gropius für 2000 Euro, die Künstleredition des Vassili Chair für rund 3000. Das ist eine andere Art und Weise, ein Möbel zu entwickeln von Grund auf, mit einer starken Idee im Hintergrund. Eine ganz andere Herangehensweise als ein Produkt für den Markt zu entwerfen, was möglichst günstig hergestellt wird, was möglichst gefällig ist. Also da sind wir sicherlich, wie gesagt, Überzeugungstäter. Das hatte es vor dem Bauhaus noch nie gegeben. Möbel aus Stahlrohr. Stahl wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Material nur in der Industrie verwendet. Bis Marcel Breuer den ersten sogenannten Freischwinger baute. Einer der bekanntesten Bauhausstühle bis heute. Statt auf vier Beinen scheint der Sitz in der Luft zu schweben.
Bei der Firma Tonnet macht der Freischwinger rund ein Drittel des gesamten Firmenumsatzes aus. 175 Mitarbeiter produzieren die Stühle per Hand. Wer für diesen Klassiker mehr als 600 Euro bezahlt, kauft auch einen Mythos mit. Der Ansatz von Marcel Breuer, seinen Fahrradlenker zu nehmen, um daraus Möbel zu machen, das war auch ein avantgardistischer Ansatz. Eigentlich ging es darum, eben den industriellen Charakter auch da hervorzuheben. Doch nur Bauhaus reicht ihnen nicht. Das Unternehmen bringt auch seine eigenen Möbel auf den Markt. Auch in schlichtem Design, ohne Schnörkel. Weil der Alltag vieler Menschen schon komplex genug ist. Das Bauhaus hat auch versucht, mit seiner Wesensforschung eine gewisse Ruhe reinzubringen, eine gewisse Ordnung. Und das ist vielleicht auch eine Inspiration, die wir davon mitnehmen können für unsere Zeit heute, dass man versucht, durch Design oder Kunst oder Architektur im weitesten den Menschen auch eben ein bisschen Ruhe, eine Verschnaufpause auch zu schaffen von einer sehr kompliziert und schnell gewordenen Zeit. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wo fühlen wir uns wohl? Fragen, auf die die Designer und Architekten des Bauhauses schon vor 100 Jahren Antworten gesucht haben. Viele davon sind noch heute aktuell.